Hey ho Leute, und weiter geht's. Wow. Wow, das war knapp und ist verdammt hoch. Der sah gar nicht so hoch aus von oben. Von unten. Bist du okay, Arsjo? Fantastisch. Ulmer, bitte kommen. Boah, verdammt, Alter. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Arsjo. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Dämonen! Verstecken! Fresse. Was zum? Stirb doch einfach. Alter, wie kann so ein Viech 15 Schuss ins Gesicht aushalten? Ich glaube, hier bleibe ich jetzt. Wow. Ja, ich konnte nichts machen. Vor allem total bescheuert, Alter. Ich glaube, die Dinger sind so geskriptet, dass sie ja nicht sterben können hier, ey. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wo soll ich hier lang? Wo soll ich hier? Ach so, hier. Ah, okay. Was ist das? Warte mal. Was ist? Hier ist eine neue Maske und... Ach so, Filter und neue Medizin. Wow, what the fuck? Ah, es hat gespeichert. Wo soll ich jetzt lang? Hier? Geht's hier lang? Nee. Aber der Turm hat sich echt noch gut gehalten in den Jahren. Wo soll ich lang? What the fuck? Ich wäre fast runter. Wow, ich renn einfach. Ich renne einfach so schnell wie ich kann. Gut gemacht. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Oh ja, haben wir. Noch weiter hoch. Nein, er hat ihn getötet. Schieß, Artyom! Schieß! Artyom, bitte kommen! Schieß! Ach komm auf zu spinnen, Alter, der hat sich doch nur weggeschubst. Dieses Mistvieh. Bitte kommen, Ulmer. Ich bin verwundet. Bleiben Sie mit Job in Kontakt. Ende. Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Was? Aber man sieht doch hier einwandfrei. Jetzt hängt alles an. Boah, ich war... Ach da, guck dir mal an, dieses komische Zeug. Das soll man, glaube ich, vernichten. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt hechelt der hier schon wieder so. So. Weiter geht's. Ich glaube, da soll ich rein. Nein, oder auch nicht. Wo soll ich hin? Soll ich doch da lang? Nein. Ich befürchte nicht. Ach, warte mal, ich guck doch hier auf meinen Kompass mal. Der zeigt mir hier lang. Hier lang, wieder zurück. Achso, von hier komme ich ja. Achso, hier lang. Okay, da lag dieses Viech im Weg. Hier lang und hier rein. Und jetzt? Ah, okay. Coole Sache. Hier rein, denke ich mal. Soll ich da rein? Wie denn? Soll ich da nicht rein? Soll ich hier was machen? Was soll ich machen? Was soll ich hier machen? Ich gehe wieder raus. Ach nee, ach Mensch, von da kommt man doch. Ah, Gott, ey, zumindest der andere kam von da. Ich bin da runtergefallen. Also wir kamen beide von da, aber ich bin halt runtergefallen. Ah, Kicks.
Ich sollte mal aufs Kompass achten. Kompass. So. Will er mich verarschen, ey? Jetzt bin ich echt wieder runtergefallen. So, nochmal. Wo lang soll ich denn hier, verfickte Scheiße? Soll ich hier echt von A nach B so rüberspringen? Hä? Will er mich verarschen? Was soll denn das? So, der zeigt eindeutig hier... Ach! Oh, hier ist eine Leiter. Das gibt's nicht. Oh, Gott, ey. E ganz aufdrücken. Gut. E ganz aufdrücken. E ganz aufdrücken. Tschüss, Leiter. Wow, das sieht auf jeden Fall sehr... Also ich glaube, ich würde mich hier zusammenkauern und heulen, wenn ich hier wäre. Also statt ihm so. Da könnte mich die Welt und alle mal... Boah, guck mal hier. Oh, hier geht's gemütlich abwärts. So, jetzt sind wir fast ganz oben. Ich glaube, ich nehme die andere Waffe, die ist irgendwie cooler. Oh, er hat schon wieder komische Halluzination. Ach, es ist, glaube ich, ach, jetzt kommen diese Schwarzen und die machen so eine Test mit einem, glaube ich. Aber werden wir ja sehen. What the fuck? Da ist mir leicht erschrocken gerade. Tschüss. Soll ich jetzt hier hoch? Ja. So. Hier soll ich bestimmt... Oh Gott, na, das wird ja was. Hoppa. Wow, komm schon, muss ich wieder E drücken. Ey, der ist sportlich. Oh, immer noch E drücken, Alter. E drücken. Ja, mach noch mehr Krach, damit noch mehr von solchen Viechern kommen. Ist okay, mach ruhig. Ich drücke da eh schon. E drücken. Muss ich jetzt hier hoch? Ja. Nein! Ich bin also der Feind, ja? Okay, die benutzen also, die dringen irgendwie in meinen Kopf ein, um mir so eine komischen Spukbilder zu geben, leiten, wie auch immer. Hier hat man eine echt krasse Aussicht. Kann man das nicht einfach jetzt hier hinstellen? Muss man das echt da vorne hinbringen? Ah ne, okay, er bleibt hier stehen. Kontaktzone erreicht. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Okay, ich halte eine Minute durch. Nein, werde ich nicht. Was zum... Doch, ich werde aber. Ihr seid scheiße. Aber sowas von nicht. Nein. Wahrscheinlich werde ich sowieso ein paar Mal sterben, weil deshalb ist bei meinem ersten Mal durchspielen auch passiert. Aber ist egal. Ich spiele jetzt auch komplett durch. Also ich habe jetzt keinen Bock irgendwie... Ach du Scheiße. Okay, wir haben mehrere Türen.
Was passiert da? Keine Tür. Oh. Was passiert hier? Es ist ein... Nein, da geht's abwärts. Was ist da? Nichts. What the fuck? Oh, natürlich. Das war jetzt meine Schuld. Ja, komm schon, stirb einfach. Ihn zerstören. Habt ihr geschafft, war? Habe ich mir aus Versehen vertippt. So, nochmal. Ist da was? Nein. Ist hier was? Ja. Ist hier was? Nein. Ist hier was? Ja, wuuu! Doch, ich darf. Was? Ich wollte schon sagen, Alter. Springt der jetzt runter? Ach du Scheiße. Ladevorgang. Coole Sache. Oh. Hallo, ich glaube, der darf mich nicht berühren, oder? Verdammt. Ach komm, ich muss dich wieder angucken. Irgendwie war mir das klar, dass ich nicht zurückgehen darf, aber irgendwie wollte ich einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich zurückgehe, weil normalerweise sollte man und dann hat man es doch getan und dann ja, ist man tot. Also nur mal so als Verständnis, warum ich das gerade gemacht habe. So, bababam. Ich renne, lauf, Forrest, lauf. Ja, ich laufe immer noch, er ist unter mir. Doch, ich darf, ich bin cool. Oh, verdammt. Nein, ich gebe nicht auf. Ich bin nämlich cool. Ich laufe im Kreis. Hier ist eine Kerze oder irgendwie sowas. Und irgendwie ist alles so komisch betonig. Was soll ich hier machen? Kann ich hier vielleicht M drücken? Nee. E, F, Q. Was zum Teufel? Oh, die Steuerung ist echt bepisst gerade. Was muss ich hier machen? Was muss ich machen? Bin ich jetzt dumm? Ach, das ist eine Tür. Hier ist so ein Schlitz. Ja, aber da muss irgendwo ein Schalter sein oder so. Ich check's nicht. Und ich bin auch irgendwie viel zu müde für sowas. Was muss ich hier machen? Muss ich rennen einfach mal voller Pulle gegen. Oh, bam. Oh, bam. Oh, bam. Was muss ich hier machen? Wozu? Das muss irgendeinen Sinn haben, dass hier so... ist hier irgendwo was an der Wand, irgendein Schalter oder sowas? Also hier irgendwas. Was? Verarschen? Jetzt geht's hier auf einmal lang. Okay. Worum geht's auf einmal lang? Ja, weil ihr voll scheiße seid. Ich muss immer einfach zum Blauen hingehen. Einfach immer zum Blauen. Was ist jetzt? Ach, jetzt muss ich glaube ich immer springen. Oh.
Gut, perfekt, in Gang. Okay, und hinter mir kommt er immer näher. Nicht gut. Ich glaube, das wird immer unfertiger. Also ich glaube, da muss man gleich öfter mal springen. Es ist aber übelst geil gemacht, ey. Muss ich ehrlich mal zugeben. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Okay, wo lang renne ich? Wo lang renne ich? Da lang ich. Hier lang. Doch, ich mach, aber trotzdem. Weil ich voll cool bin und ich kann es einfach mal voll. Rennen. Habe ich es geschafft? Artyom. Oh ja. Töte es. Richtige Einstellung. Ja. Doch, ich werd aber. Oh yeah, ich hab's getötet. Wo bin ich? Ich hab's geschafft. Sequenz abgeschlossen. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Artyom, ich hab's geschafft. Sind unterwegs. Ich guck nach, ich will gucken, wie es aussieht. Oh man, aber jetzt kommt bestimmt ein Video. Ich darf nichts anklicken, nachher klicke ich es aus Versehen weg. Errungenschaft. Wenn es böse ist, töten sie es. Warum habe ich die Errungenschaft jetzt bekommen? Aber habe ich doch damals auch gespielt. Und da fliegen jetzt die Raketen los. Oh yeah, wir werden die Schwarzen sowas von töten, Alter. Oh yeah, sie werden verbrennen. So sehe ich aus, ja. Zumindest meine Augen. Ist das nicht ganz schön dumm eigentlich? Sowas zu töten mit Atomwaffen, die das eigentlich durch so eine nukleare Scheiße erst existabel gemacht hat. Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Dimitro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Naja, sinnvoll waren die Viecher irgendwie nicht, ja. Die haben irgendwie voll alle getötet und so. Nur sich selbst nicht, die waren voll rassistisch. Die Schweine. So, also erstens nochmal, das Video sieht übrigens richtig scheiße aus, irgendwie von der Grafik her und so, egal. Und zweitens, das Spiel an sich, ich habe es extra jetzt eigentlich zu Ende gespielt, weil halt dann irgendwann mal jetzt Metro Last Light rauskommt und ich würde es natürlich euch nicht vorenthalten, weil das Spiel, also auf das Spiel freue ich mich schon riesig, krass extrem doll. Soll ein bisschen mehr Horror sein, ein bisschen mehr von allem und ein bisschen mehr auch, ein bisschen mehr Freiheit lassen dem Spieler und ich bin echt gespannt, wie es wird. Und jetzt zu diesem Spiel, also ich finde das Spiel echt gut, also nicht super gut und nicht unbedingt super schlecht, ich finde es gut. Also ich würde dem eine 2- geben, weil manchmal ist das Spiel echt komisch, nicht richtig ausbalanciert und naja, ihr habt schon, glaube ich, mitbekommen, warum. Die Geschichte an sich war irgendwie nachvollziehbar. Und ich fand diese, ich weiß ja nicht, das hat man jetzt in den Parts, die ich jetzt aufgenommen habe, zwar nichts gesehen aus der Metro, nicht so wirklich. Aber ich weiß ja noch von damals, diese Stimmung in der Metro war auf jeden Fall extrem gut gemacht. Also, man konnte sozusagen mitfühlen. Also man hat gerne den Leuten zugehört hier, man hat wirklich gerne allen zugehört, so was sie also zu reden haben und so, das ist ganz interessant gewesen. Vom Spielen her hat es mir auch wirklich sehr gut gefallen, bloß dass irgendwie die Viecher teilweise viel zu viel aushalten. Das liegt aber wahrscheinlich auch am Schwierigkeitsgrad. Ja, ansonsten ein sehr gutes Spiel. Das Gimmick zum Beispiel mit den Gasmasken fand ich interessant, dass man auch nicht so oft getroffen werden darf, weil halt sonst die Gasmaske kaputt geht. Also sehr gut gemacht.
Also gut, sehr gut gemacht, das mit den Gasmasken, die das Gameplay an sich ist gut gemacht und die Geschichte auch und die Umsetzung auch. Also eigentlich alles gut. Was mich halt ein bisschen gestört hat am Gameplay ist halt, was hat mich da gestört? Was wollte ich gerade sagen? Granaten zum Beispiel wurden überhaupt nicht benutzt. Irgendwie, keine Ahnung. Es war viel, wäre viel zu umständlich gewesen, die mal auszusuchen. So an sich aber eigentlich, naja, wir freuen uns auf den nächsten Teil, den zocke ich auf jeden Fall auch für euch. Nur mal so, ich habe für das Spiel damals 40 Euro bezahlt, das kam ganz, ganz neu raus. 40 Euro ist es, naja, nicht unbedingt wert. So 30 oder 20 bis 30 hätten es auch gebracht, weil das Spiel an sich ist ja nur eine Einzelspielerkampagne. Gibt es ja da nur keinen Multiplayer, gar nichts. Und für so einen Shooter bezahlen ja manche schon 50, 60, da, aber weil der Multiplayer ja meistens einem 100 bis 200, 300 Spielstunden bringt an Spaß. Und das Spiel hat sicher halt ja nur eine Einzelspielerkampagne, die 6 bis 8 Stunden oder 5 bis 8, wie man halt spielt, bringt. Und aber von sonst, ansonsten ist das Spiel einwandfrei. Und deswegen freue ich mich auch, kaufe ich auch Last Light, weil ich ist halt ein russischer Entwickler hier. Wie heißt er denn? Also ist ja von THQ auf jeden Fall. Und noch von irgendeinem anderen und so. Und die Leute will ich auf jeden Fall unterstützen, wenn die so eine Spiele noch machen, die sich überhaupt noch trauen, Spiele rauszubringen, die nur eine Einzelspielerkampagne mit sich tragen und nicht diesen ganzen Multiplayer Humbug mit sich nehmen, sozusagen, in Klammern Humbug, weil ich spiele auch gerne online. Und naja. So Leute, denn ich hoffe, es hat euch gefallen und so. Ein bisschen Kritik, was ich gerade ausgeübt habe an dem Spiel und so. Und ich glaube, der Part geht inzwischen wahrscheinlich schon eine halbe Stunde oder so, 25 Minuten irgendwie in dem Dreh. Und ich werde jetzt Schluss machen. Bis dann, Leute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß an dem Let's Play gehabt und so. Und tschüss.